Herzlich willkommen, Herr Dr. Wolfgang Pichler. Ich freue mich sehr, dass Sie die Zeit gefunden haben, obwohl Sie eigentlich gerade noch in Frankfurt waren, wo die Buchmesse stattfindet, in dem Moment, in dem wir das hier aufzeichnen, dass Sie also die Zeit gefunden haben, hierher zu kommen. Sie sind in der Buchmesse so gut aufgehoben wie kaum jemand sonst, der dort so rumläuft, denn Sie sind in einer ganz führenden Position seit vielen Jahren beim größten österreichischen juristischen Fachverlag. Inzwischen ist die Job Description, wenn ich mich richtig erinnere, Leiter Business Development. Also man merkt auch hier, dass sich die Verhältnisse ändern, auch letztlich an den Titeln und nicht nur an der Sprache, sondern auch an dem, was vielleicht dahinter steckt. Sie sind daneben aber auch seit Jahren auch an unterschiedlichen Fronten, wenn ich das so nennen darf, in dem Branchenumfeld tätig, also über das Unternehmen selbst hinaus. Unter anderem sind Sie Präsident des Verbandes, der sich mit Fachmedien und Fachzeitschriften beschäftigt, und Sie sind im österreichischen Presserat engagiert und in einigen anderen Bereichen auch noch. Also jemand, der in Frankfurt wahrlich kompetent ist. Wie war es denn in Frankfurt? Ja, Frankfurt ist immer spannend. Ja. Einerseits, die Messe wirkt natürlich durch ihre schiere Größe, und wenn der französische Staatspräsident einreitet, dann ist das ein beachtliches Blaulichtgewitter. Aber inhaltlich ist ja der Austausch mit den Kolleginnen und Kollegen von Interesse. Und da sind halt, je nachdem mit wem man spricht, ist ein unterschiedlicher Fokus. Bei den Rechtsverlagen, wo ich ja beheimatet bin, steht natürlich die Urheberrechtsreform in Deutschland derzeit im Mittelpunkt, die jetzt dann, ich glaube, in Kraft tritt oder schon in Kraft getreten ist. Worum geht es da? Den Bibliotheken werden weitreichende Rechte der Digitalisierung und Verbreitung eingeräumt, und ja, die Verlage fürchten natürlich, dass das an ihre Substanz gehen kann. Ja, und wie ist die Stimmung so? Kämpferisch oder deprimiert oder optimistisch? Die Stimmung war, ich meine, man weiß ja nie, was wirklich passiert. Ja? Aber die Stimmung war eher deprimiert, und zwar aus folgendem Grund. Das Ding heißt ja, aber das wissen Sie besser, irgendwie Urheberrechtsgesetz für eine Wissenschaftsgesellschaft. Aber die Mutmaßung ist, dass schlichte fiskalische Momente dahinter stecken. Dass es der Politik also jetzt gar nicht um eine Demokratisierung des Wissens geht, sondern den in Deutschland verantwortlichen Bundesländern einfach um eine Entlastung ihrer Etats. Und damit hat natürlich niemand eine Freude. Und Sie meinen Entlastung der Etats, weil die Bibliotheken Dinge, die sie bisher kostenpflichtig erworben haben, jetzt nach der Reform unentgeltlich zur Verfügung stellen? Weil immer größere Teile von Werken legaliter digitalisiert werden und in Intranets zur Verfügung gestellt werden dürfen. Es gibt wohl Schrankenregelungen, aber die sind sehr weit gefasst, und wer kontrolliert sie? Und die Mutmaßung ist, dass es hier ums Geld geht. Ja. Ja, und haben Sie den Eindruck, dass diese Diskussion, wie viele andere Diskussionen, die in Deutschland beginnen, irgendwann auch nach Österreich kommen werden? Oder ist sie schon da? Oder werden wir hier andere Verhältnisse erleben? Bin ich ein Prophet? Also zum Teil ist sie sicher schon da. Ein Stück weit sind diese Dinge ja in Österreich auch schon mit der letzten Urheberrechtsnovelle umgesetzt worden. Derzeit wüsste ich von keiner, die vorbereitet würde, aber es wäre wahrscheinlich ein bisschen blauäugig zu glauben, dass wir uns davor verschließen können. Ja, aber vielleicht erzählen Sie mal insgesamt, wie ein österreichischer Verlag oder die österreichischen Verlage die Situation des Fachmedienmarkts in Österreich derzeit einschätzen. Ich kann vernünftigerweise nur über die Rechtsverlage sprechen. Ja? Also wie jetzt Medizinverlage oder naturwissenschaftliches einschätzen, das weiß ich schlichtweg nicht. Im Bereich der Rechtsverlage kann man, glaube ich, sagen, dass es uns auf jeden Fall besser geht als jetzt Zeitungsverlagen, um ein Extrembeispiel zu nennen. Und es gibt jetzt keinen augenscheinlichen Grund, warum sich das abrupt ändern sollte. Allerdings ist natürlich eine Unsicherheit da, über den Punkt, welchen Einfluss wird die technische Entwicklung auf die Verlage haben. Kann ein reiner Printverlag überhaupt überleben? Gibt es ja noch. Hier zwar nicht, aber gibt es ja noch. Und welche Investments sind hier nötig? Und kann man überhaupt, also wie wird sich dieses ganze Feld entwickeln? Da ist schon eine Unsicherheit. Da gibt es auch unterschiedliche Meinungen dazu.
Aber an sich ist die Stimmung bei uns, glaube ich, überwiegend ganz gut. Mhm. Wie ist denn Ihre Meinung zu der Frage, ob ein reiner Printverlag in 50 Jahren im Rechtsinformationsmarkt noch vorhanden ist? Vermutlich nicht. Außer er ist sehr spezialisiert. Das kann natürlich schon sein. Es gibt immer so winzige Nischen, wo sowas durchaus funktionieren kann. Aber im Allgemeinen glaube ich es nicht, weil er zum reinen Inhaltslieferanten degradiert würde für große Datenbankanbieter. Und davon, von dem Geld, das da zu erlösen ist, kann man wahrscheinlich nicht überleben. Also der würde dann, dieser Nischenanbieter würde auch nicht von den verkauften Büchern leben, sondern letztlich davon, dass er seine Inhalte an einen Zweitverwerter, der es dann elektronisch verwertet, übergibt. Ich meine, wir sind hier in einem Gebäude der Universität Wien. Wenn ich jetzt speziell an das Studium der Rechtswissenschaften denke, das kann gut sein, dass das auch in 50 Jahren noch über gedruckte Materialien abgewickelt wird. Warum? Weil es einfach die Haptik beim Lernen enorme Vorteile bringt. Das mag ja ergänzt werden durch elektronische Lösungen, aber die Grundfunktion des Stofflernens, da ist das Papier ja von Vorteil. Und das heißt, ein Anbieter, der sich auf diesen Markt fokussiert, der kann durchaus vielleicht auch noch in 50 Jahren mit Büchereien, nur mit Büchern überleben. Wahrscheinlich ist es nicht. Wie ist denn Ihre Strategie als Verlag Manz in dem Kontext? Also entwickeln Sie Online-Lehrplattformen in einem nennenswerten Ausmaß oder versuchen Sie, eben weil Sie glauben, dass das Buch überlegen ist, zumindest wenn es um Lehrbücher geht, eher dort zu investieren und das zu optimieren? Ja, also wir beschäftigen uns mit dem Thema. Wir haben jetzt gerade eine App gelauncht für Android und für iOS, Ready for Law. Das ist ein Prüfungsvorbereitungstool für Jus-Studentinnen und Studenten, also mit einer wissenschaftlichen Deep Learning-Funktion im Hintergrund. Da sammeln wir erste Erfahrungen. Aber wir haben, wie allseits bekannt, unsere Studienliteratur bislang nicht digital zur Verfügung gestellt. Das hat schon gar nicht als E-Book, das hat einfach Kopierschutzgründe. Wird das so bleiben? Nein. Also ich bin mir sicher, wir haben es jetzt nicht wir arbeiten konkret nicht daran, aber ich bin mir sicher, dass wir auch unsere Studienliteratur eher früher als später digital anbieten werden, voraussichtlich im Rahmen der RDB-Rechtsdatenbank. Also einfach als Inhalt der RDB? Als Inhalt der RDB. Unterstützt werde ich da von meiner Tochter, die Recht studiert und das nicht anders macht, als ich das auch getan habe. Zum Teil sind es sogar noch die gleichen Bücher. Dieselben nicht, aber die gleichen. Nämlich gleich macht im Sinne von Aufschlagen, Unterstreichen, Markern, Haftnotiz hinein, umblättern. Und das ist halt eine Funktion, die die Digitalwelt nicht zur Verfügung stellt. Ja. Aber natürlich könnte man das Ganze auch ganz anders abwickeln, das ist uns schon bewusst. Aber trotzdem, Ihre Tochter das so macht wie Sie, sagt sie trotzdem, es wäre elektronisch besser? Nein, sie sagt das nicht. Sie sagt das nicht? Sie sagt das nicht, aber natürlich, ich war jetzt mit einem Startup, einem deutschen Startup in Kontakt im Rahmen eines Wettbewerbs, die Lernsoftware, also die eine Verbindung von Online-Buch und Lernsoftware machen. Man kann also aus dem Buch heraus lernen, muss nicht das Medium wechseln, muss nichts eintippen. Und solche Dinge sind schon faszinierend und haben auch große Vorteile. Das heißt, die Technologie entwickelt sich ja weiter und ich rechne schon persönlich schon damit, dass dann irgendwann die Medien zumindest gleichwertig nebeneinander stehen werden. Allerdings, der Fachgruppenobmann der Fachgruppe Buch und Medien der Wirtschaftskammer hat in Frankfurt am Mittwoch bei der Eröffnung des Österreichstandes eine Umfrage unter Schülerinnen und Schülern präsentiert, bezogen auf Schulbücher. Und da sei herausgekommen, wenn ich es mir richtig gemerkt habe, 75% wollen das gedruckte Schulbuch. Und dann gibt es noch welche, die eine Hybridlösung favorisieren, aber so gut nur ganz wenige, die für eine reine Online-Lösung
Dass Sie die Schüler befragt worden oder die Lehrer? Die Schüler, aber in persönlichen Interviews. Also muss man schon sagen, ich kenne die Studie nicht, aber es hat schon sehr seriös geklungen. Ja, ja, ja. Ja. Erzählen Sie mal noch was über diese App, denn die kenne ich nicht. Was kann die, wer macht die, an wen richtet sie sich? Ja, die App ergänzt unsere Buchreihe Lernen im Wissen. Die hatte schon bisher eine Online-Wiederholungs-Prüfungsvorbereitungskomponente. Die haben wir jetzt durch eine moderne App ersetzt, halt wie schon gesagt, für iPhone und für Android-Geräte. Und das ist letztlich ein Multiple-Choice-Test, aber auf einem wissenschaftlichen Hintergrund mit einem Partnerunternehmen, einem Wiener namens KnowledgeFox, realisiert. Die sind zwischenzeitlich an Bonnier verkauft worden, also einen Weltkonzern, einen schwedischen. Und ja, wir sind ehrlich sehr, sehr neugierig, wie jetzt die Nutzung erfolgen wird. Da geht es auch um Dinge wie Micropayment, wie ist die Zahlungsbereitschaft. Das frage ich, will ich gerade fragen. Ja, also ja. Wie ist das Geschäftsmodell? Sie ja, versuchen? Also die App ist gratis, aber die Inhalte, also muss man dann halt so modulweise dazu kaufen, um kleines Geld, aber doch. Und ja, also das wird schon spannend sein zu sehen, auch nicht nur wird es gekauft, sondern soweit wir das feststellen können, wird es auch genutzt. Ja, und die Leute, die die Fragen entwerfen, sind, weil Sie sagen, wissenschaftlich geprägt, das sind Wissenschaftler, die das machen? Autorinnen und Autoren. Im Rahmen als Zusatz zu den Büchern. Ja, okay. Und die Idee dahinter ist aber, damit extra Geld zu verdienen. Also nicht die Bücher zu bewerben, oder nicht primär die Bücher zu bewerben und besser zu verkaufen, sondern mit der App selbst ein Revenue zu erzielen. Ja, die Idee ist, die Bücher aufzuwerten. Und dieses Aufwerten kostet aber Geld und dieses Geld muss irgendwie durch Einnahmen auch abgedeckt sein. Reich werden wir damit nicht werden, das ist nicht die Erwartungshaltung. Ja, okay, gut. Vielleicht kommen wir nochmal zurück zum Buch und zum gedruckten Buch. Nicht? Das mag ja, vielleicht mag es einen Unterschied geben zwischen dem Lehrbuch und dem Alltag, mit dem dann Juristinnen und Juristen arbeiten, wenn sie später dann im wirklichen Leben sind. Da wäre meine Vermutung, dass es keine 75% mehr gibt, die sagen, ich präferiere die lose Blattsammlung, die gedruckt ist und bei mir am Schreibtisch steht, im Vergleich zu einer Online-Lösung. Oder? Sie würden sich täuschen. Ja, würde ich mich täuschen. Nein, das ist natürlich, es ist richtig und es ist in gewisser Hinsicht auch nicht richtig. Selbstverständlich ist es so, dass in der juristischen Praxis und erst recht in der Wissenschaft der reine Recherchevorgang ist längst elektronisch und insofern müssen die Dinge auch elektronisch zur Verfügung stehen. Das steht ja außer Frage. Auf der anderen Seite wissen wir beide, Sie besser noch als ich, wie komplex so eine Rechtsfragen sein können und wie aufwendig es ist, hier mehrere Literaturstellen parallel zu lesen, zu verstehen, zueinander in Bezug zu setzen. Und das führt recht schnell fast in allen Fällen zum sofortigen Ausdruck. Ja, also was elektronisch gefunden wurde, wird ausgedruckt. Und da ist halt das gedruckte Medium oftmals in Wahrheit schneller als der Weg über den Computer. Aber natürlich, die Nutzung von Zeitschriften etwa, von Fachzeitschriften, findet praktisch ausschließlich nur mehr online statt. Nicht nur bei uns, sondern bei allen Anbietern. Und also der Bill Gates hat sich ja eindeutig geirrt, er hatte ja gemeint, dass es 2015 keinerlei Bücher und Zeitschriften mehr geben werde. Ich glaube, im Fachbereich, oder sind wir sicher, wird sich die Nutzung immer weiter verschieben. Was aber nicht heißen wird, dass es keine Bücher mehr gibt und keine Zeitschriften mehr gibt. Ja. Und beobachten Sie den Markt irgendwie systematisch? Also gibt es empirische Untersuchungen, die Sie durchführen regelmäßig über das Nutzerverhalten von Juristinnen und Juristen? Oder ist das eher nur so ein man horcht, was man so hört, Approach? Naja, es ist empirisch ist es nicht. Also es werden keine wissenschaftlichen Kriterien angelegt. Aber wir haben ja einen großen Vorteil, dass wir unsere Kunden ja persönlich kennen. Also wir sind ja laufend mit den Kunden in Kontakt. Wir kriegen ja jeden Online-Abschluss ebenso mit wie jedes Dorner eines Produkts. Und wir sprechen mit den Menschen ja auch darüber. Und wir gehen durch die Kanzleien und gehen zu Veranstaltungen. Insofern ist es jetzt keine wissenschaftliche Meinungsforschung, aber wir sind schon relativ nah an den Kunden. Gut, und das Geschäftsmodell selbst,
wird sich nicht verändern, das Geschäftsmodell des Verlags. Er wird halt mehr dann elektronisch verfügbar halten und weniger auf Papier, aber die Grundidee, Kundinnen bezahlen dafür, dass ein Verlag Content aufbereitet, bleibt erhalten, auch noch in 20 Jahren. Ja, das bleibt, also grundsätzlich, ich sehe keine Veränderung vor der Türe stehen, aber natürlich gibt es Entwicklungen wie Open Access, oder wie in Amerika würde man sagen, Collaborative Writing, die hier schon Einfluss nehmen können. Ja, die Frage ist, wann und in welchem Umfang. Und die Frage für Sie ist dann vermutlich, wie Sie mit diesen Phänomenen umgehen. Nicht? Ich erinnere mich, es hat vor 10 Jahren mal eine Vienna Declaration on Open Access gegeben, an der ich nicht ganz unbeteiligt war, wenn ich mich erinnere. Ich weiß gar nicht, ob man die noch irgendwo findet. Da haben wir ein ähnliches Gespräch auch schon mal geführt. Nicht? Da hat sich was verändert in der Zeit? Also, ohne überheblich wirken zu wollen, aber nach meiner Wahrnehmung in unserem Feld rechtswissenschaftlichen Publikationen nicht. Ja. Aber wir haben natürlich die Kollegen in der Schweiz, die höchst alarmiert sind, wo ja ab 1. März kommenden Jahres, so wie ich es verstanden habe, alles, was mit öffentlichen Förderungen geschrieben wurde, Open Access zur Verfügung gestellt werden muss. Und zwar sofort. Und das kann natürlich das Geschäftsmodell der Verlage schon massiv beeinflussen. Und wie bereitet man sich darauf vor? Man versucht, das zu verhindern oder man versucht, einen Plan B in der Schublade zu haben? Ja, man kann sich nur bedingt darauf vorbereiten, weil man ja nicht weiß, was passieren wird. Man kann es ja nur mutmaßen. Ja? Und die Entwicklungen gehen ja nicht von heute auf morgen, sondern sind ja oft schleichende Prozesse. Aber die Frage ist eher, wie sich die Autoren darauf vorbereiten, die hier ja zu ihrem Glück vergewaltigt werden. Und ich habe tatsächlich schon von Initiativen gehört, wo Schweizer Autoren ihre wissenschaftliche Tätigkeit ins angrenzende Ausland verlegen wollen, um dem zu entgehen. Wird man sehen, wird keine Massenflucht sein. Ja, ja, ich glaube, also ohne da jetzt allzu sehr ins Detail gehen zu wollen, ich glaube, dass so diese Autoreninitiativen, die es in derartigen urheberrechtlichen Diskussionen gibt, mitunter ein gewisses Naheverhältnis zu Verlagen haben und ein Grundproblem manchmal vielleicht anders bewerten, als ich das bewerten würde, nämlich dass die Frage, was eigentlich die Währung ist, mit der Wissenschaftler handeln und Wissenschaftlerinnen. Und das ist auch, glaube ich, bei Juristinnen und Juristen zunehmend nicht Geld, sondern es ist Impact und es ist Visibility und es ist alles, was Sozialprestige letztlich, soziales Kapital. Und wenn diese Vermutung richtig ist, dann muss es auch bei den Juristinnen und Juristen irgendwie mittelfristig einen Trend geben, diese Faktoren zu optimieren, also Impact zu erhöhen, Visibility zu erhöhen und so weiter. Und dann ist ein klassisches Bezahlmodell nicht das beste Instrument, um das zu erreichen, oder? Schauen Sie, wir haben vor 2 Wochen unsere jährliche Nacht der Mansertorinnen und Autoren gehabt. 300 Gäste bei einem Galaabend in der Wiener Hofburg. Und wir haben Autorenpreise dort vergeben, auch fürs Lebenswerk, fürs Atomhandel. Und dieser Codex ist ausgezeichnet worden wegen der best ever verkauften Habilitationsschrift. Was ich damit sagen will, und andere Anbieter machen Ähnliches, ja, was ich damit sagen will, treffen wir uns in 20 Jahren wieder, bin ich schon in Pension, und schauen wir, was passiert ist. Die Verlage investieren enorm viel Geld, um, wie wir sagen, aus Namen Marken zu machen. Und ich glaube, das können wir ja ziemlich gut. Und alleine deswegen, weil alles jetzt frei verfügbar ist, das alleine erzielt ja noch keinen Impact. Mhm. Ja. Was ist denn dann die Leistung des Verlags da? Die Markenbildung letztlich? Autoren-PR natürlich. Ja. Autoren-PR, professionelles Marketing für die Bücher, Sichtbarmachung, in unserem Fall halt in unserer Kundenzeitschrift recht aktuell, immerhin 15.000 Exemplare. Prämien, aber halt Preise für Autoren, Buchpräsentationen, was auch immer. Das ist auf diesem Gebiet die Verlagsleistung. Inhaltlich ist es, dass wir halt aus Informationen verwendbares Wissen machen, indem wir die Inhalte strukturieren, standardisieren, aufbereiten, lesefreundlich gestalten. Damit meine ich jetzt nicht das hübsche Schriftbild, das ist bei Text limitiert,
aber einheitliche Gliederungen, werkübergreifend, sodass sich die Benutzerinnen und Benutzer halt gut auskennen. Ja, und kommen wir nochmal zu Habil zurück. Nicht? Also ich weiß nicht, wie viel von Codex Habil verkauft wurden. Ich weiß nicht, ob das eine öffentliche Zahl ist. Kann man die nennen? Doch, ja, ja. Er wurde dafür ausgezeichnet, weil wir haben gewettet. Die Wahrheit ist, wir haben gewettet. Er und ich vor, weiß nicht wie viele Jahren, 15 ja. Jahren, im Zuge des Abschlusses des Verlagsvertrags oder der Verhandlungen halt über die Drucklegung seiner Habilitation, die Besitzstörung. Und ich habe damals gesagt, dann wissen Sie, wenn wir 1000 Exemplare verkaufen, dann bekommen Sie einen Preis. Und jetzt muss man dazu wissen, das war die erste Habilitation, die im Digitaldruckverfahren erschienen ist. Und wir haben die gefühlte 70 Mal nachgedruckt und jetzt haben wir tatsächlich mehr als 1000 Stück verkauft. Gut, okay, das ist eine beeindruckende Zahl, wie jeder weiß, der Monographien schreibt, gerade für einen relativ kleinen österreichischen Markt. Gleichzeitig ist das eine Zahl, die man, wenn man das jetzt mit Internetzahlen, die man sonst so kennt, vergleicht, und sei es nur irgendein LinkedIn-Eintrag, den irgendjemand irgendwo mal postet, sehr klein ist. Nicht? Also ich kann mit einem LinkedIn-Posting heute 10.000 Leute erreichen innerhalb eines Tages, wenn ich das einigermaßen professionell betrieben habe vorher, die eigene PR. Das erzeugt vielleicht eine Schere in dem, wie Verlage sich positionieren müssen, oder? Weil ja irgendwie die Relationen immer schwieriger werden. Also ich möchte nicht missverstanden werden, ich verteidige sicher nicht den Status quo. Aber der Unterschied ist, die 1000 Menschen oder Institutionen, die dieses Buch gekauft haben, die haben das mit höchster Wahrscheinlichkeit auch zur Hand genommen und verwendet. Ja. Weil sonst hätten sie das Geld nicht ausgegeben. Ja. Niemand kauft mehr Bücher auf Verdacht. Ja? Und bei den LinkedIn-Postings ist ja schon die Frage, wie viele werden geöffnet? Ja, klar. Und es ist auch die Frage, muss ich das eigentlich gelesen haben? Nicht? Denn also die aber natürlich, natürlich werden sich neue Kanäle bilden und öffnen und andere Nutzungsformen und andere Interaktionsmöglichkeiten der Wissenschaftler untereinander und mit ihren Rezipienten ergeben. Ich glaube nur, dass deswegen diese Mittlerfunktion der Verlage nicht weg ist. Natürlich muss man mit der Zeit gehen. Ja. Ja, ein Beispiel, mit dem Ihr Haus ja seit vielen Jahren sehr erfolgreich versucht, mit der Zeit zu gehen, ist die RDB, nicht? Die eine ungewöhnlich lange Geschichte hat für eine Datenbank. Die geht ja zurück bis in die frühen 90er Jahre und vielleicht sogar noch weiter. Also ich kenne sie, glaube ich, seit den frühen 90ern. Also ich kenne sie seit 1986, weil da ist sie online gegangen. Okay, also dann ist es noch weiter. Da habe ich auch zufällig in dem Jahr begonnen. Okay, dann ist es also noch älter. Das ist also jetzt über 30 Jahre und immer noch auf dem Markt. Allerdings hat sie einige wichtige Verwandlungen vorgenommen, nicht über die Jahre. Als ich damit intensiver zu arbeiten begonnen habe, war die RDB monopolartig die Ressource, die es online gab. Und es waren in der RDB auch ganz viele Inhalte, die nicht aus ihrem Haus kamen, sondern aus anderen Verlagen. Das hat sich das ist wahrscheinlich einer der Faktoren, der sich geändert hat. Der zweite ist, dass der Markenauftritt der RDB, glaube ich, insgesamt stark zurückgenommen wurde und Manns wieder stärker in den Vordergrund gekommen ist. Und auch natürlich haben sich Usability und viele andere Dinge verändert. Zwei Fragen vielleicht. Die eine Frage ist, wo geht die Reise hin? Ja, wie sehen Sie die RDB in 2 bis 3 Jahren? Und die zweite Frage, was muss ich als Student oder als Studentin erwarten, wenn ich die RDB nutzen will? Also was sind sozusagen die Ansprüche, die ich stellen kann, wenn ich heute Jus studiere und die RDB nutzen will? Also in 2 bis 3 Jahren sehe ich die RDB dort, wo sie heute ist, mit moderaten Weiterentwicklungen in der Sucheingabe und in der Trefferliste. Stichworte sind, wir haben jetzt gerade eine Veränderung vorgenommen, in dem die Groß-Kleinschreibung nicht mehr relevant ist für die Suchergebnisse, weil faktisch fast alle Menschen kleinschreiben bei der Sucheingabe. Mhm. Und dann wird es gehen um Synonyme, und ähnliche Dinge und wir werden das sukzessive fortentwickeln. Auf einen längeren Zeitraum wird sich da wesentlich mehr ändern. Aber nämlich? Nämlich? Naja, das Stichwort ist semantische Suche. Gängigerweise auch als künstliche Intelligenz bezeichnet.
Und das ist ein riesiges Feld, wo aber keiner so genau weiß, wo die Reise hingehen wird. Ja. Gut, und da ist, wenn ich unterbrechen darf, ganz kurz, weil es sehr interessant ist, finde ich, die Frage, wie positioniert man sich da als Verlag? Geht man da einkaufen und sagt, es gibt andere Leute, die können das besser, oder baut man die Kompetenz intern auf? Ja, die Frage würde ich gerne beantworten. Sie ist auch kein Betriebsgeheimnis, aber ich kann sie heute noch nicht beantworten, weil es die Dinge sich erst entwickeln. Ja. Ich meine, man kann unglaubliche Dinge sehen, wenn man nach Silicon Valley fährt oder vielleicht auch in Großbritannien schauen. Aber der Punkt ist der, die echte Entwicklung wäre ja, also am Ende der Entwicklung steht ja ein völliger Verzicht auf Sucheingabe. Weil jede Recherche liegt ja ein Problem zugrunde. Das kann sein eine Klage oder ein Urteil oder irgendein Schreiben oder ein Tondokument oder ein Video oder was auch immer. Ja? Und aus dem leitet der Jurist ja dann die Suche ab. Ja. Die Entwicklung geht ja dahin, dass diese Dinge, wie sie sind, verarbeitet werden von der Maschine und selbstständig die richtigen Treffer bringen. Gibt es faszinierende Beispiele. Allerdings ist die Frage, ob es in deutschsprachigen Sprachraum und insbesondere im österreichischen Rechtsraum jemals genug Quellmaterial, Trainingsmaterial gibt, um die Systeme zu trainieren. Ja. Das schaut eher nicht danach aus, ehrlich gestanden. Ja. Aber zurück, ich meine, vielleicht, wenn ich das noch ergänzen darf, der größte Einschnitt bei der RDP war natürlich das RIS. Also die gratis zur Verfügungstellung der primären und sekundären Rechtsinformation rund um das Jahr 2000. Ja, sehr diskutiert damals, nicht? Ja, heute undenkbar, ja, das rückgängig zu machen, aber keineswegs in allen Ländern der Europäischen Union verwirklicht, muss man auch sagen. Und das ist der wesentlichste Einschnitt, die primäre Rechtsrecherche erfolgt einfach über das RIS. Aber die RDP hat sich sehr gut entwickelt und wächst weiter. Jetzt zu Ihrer zweiten Frage für Studenten. Ich würde so sagen, der Wert der RDP ist der Inhalt. Der liegt in den Zeitschriften, in den Kommentaren. Aber er liegt nicht darin, ein einziges Suchwort einzugeben, möglichst generisches Suchwort einzugeben. Wenn Sie die RDP aufrufen und eingeben Besitz, werden Sie nachher nicht gescheiter sein als vorher. Ja? Und ein extrem hoher Prozentsatz aller Suchabfragen besteht nur aus einem Begriff. Also egal welche Datenbank, sie kann nur so gut sein, so halbwegs präzise die Suche ist. Und es ist kein Fehler, wenn man vorher eine Ahnung von dem Rechtsstoff hat, zu dem man dann eine Suche absetzt. Ja, ja. Das ist kein Lernmedium. Was irgendwie ein Henne-Ei-Problem erzeugt, nicht? Denn je inkompetenter ich bin, desto schlechter erkenne ich, dass das, was ich rausbekomme, nicht das ist, was ich gesucht habe. Und ja, aber ich denke gerade bei Studentinnen und Studenten, die ja in der Ausbildung stehen, ja. Es ist ja doch wohl auch Anspruch der Universitäten, denen ein ordentliches Grundlagenwissen zu vermitteln. Ja. Ja, okay. Und auf dem aufbauen sollte Gut, man. Gut, was heißt denn das, ordentliches Grundlagenwissen? Müssen Sie mir beantworten. Ja, was ist der Anspruch der Universität heute? Ja, dazu habe ich schon. Also erstens, die erste Antwort wäre, glaube ich, dass Sie wahrscheinlich, wenn Sie 100 Leute fragen, 200 Antworten kriegen. Okay. Meine hätte ich auch, aber die ist ja vielleicht jetzt nicht so sehr von Interesse wie Ihre. Nicht? Denn, also man kann es auch anders drehen. Ja? Natürlich hat eine Universität auch eine knappe Ressource, das ist die Zeit der Studierenden. Nicht? Ja. Also wir können nicht beliebig jetzt die Zeit der Studierenden für irgendwelche Dinge verwenden, ohne dass wir anderswo Defizite erzeugen. Ja? Und dabei ist natürlich eine Frage, die soll man zum Beispiel Recherchekompetenz erhöhen? Und wenn, wie tut man das? Oder soll man stattdessen eher Strukturkompetenz erhöhen? Also sprich, die Leute in die Lage versetzen, ein juristisches Problem einigermaßen in abstrakte Probleme zu übersetzen. Ja. Und wenn ich Ihr letztes Statement gehört habe, dann war das eher ein Plädoyer in die zweite Richtung, nicht? Also zu sagen, man muss die Menschen dazu bringen, den Fall in auf ein Abstraktionslevel zu kriegen, wo sie erst die sinnvollen Fragen stellen können. Ne? Ja, ich habe das mit dem Besitz, also muss einmal sagen, auf die Frage, ob die Universität jetzt eine allgemeine, hochstehende
abstrakte Bildung vermitteln soll oder anwenderorientiertes Nutzen, werde ich nicht eingehen, weil dafür bin ich nicht kompetent. Ja, das muss die Universität schon selber klären. Aber ich habe das mit dem Besitz ja nicht zufällig gewählt, sondern weil ein bekannter Anwalt aus einem, nicht aus Wien, mir einmal gesagt hat, wenn er einen Konzipienten dabei erwischt, wie er Besitz eingibt in die RDP, dann würde er ihn züchtigen, nennen wir es mal so. Ja. Also ich glaube schon, dass wenn die Studierenden entlassen werden in die Gerichtspraxis oder wohin überall, dann müssen sie wohl ein ordentliches Grundwissen des bürgerlichen Rechts, des Prozessrechts, des Verfassungsrechts, Verwaltungsrechts, Strafrechts und so weiter haben, dass sie aus sich heraus reproduzieren können. Ja. Weil sonst werden sie sich schwer tun, Fälle zu lösen. Wenn man ganz am Anfang anfangen muss und keine Ahnung hat, das ist ja was anderes dann in der Praxis, wenn man sich hochspezialisiert, ja, dann geht man andere Wege. Okay. Aber das wird ja doch wohl der Mindestanspruch sein. Okay, aber wenn Sie diesen Mindestanspruch erheben und jetzt vergleichen mit dem, wonach die Leute suchen in der RDP, matcht das? Nicht unbedingt. Ja. Nein. Man hat eher nicht den Eindruck. Ja. Weil ich würde vermuten... Warum auch immer. Ja. Weiß es nicht. Ich verstehe es ehrlich gestanden zum Teil nicht, weil, also Gott sei Dank, habe ich ja das juristische Studium schon lange hinter mir und bin nicht in der Situation, jetzt noch Prüfungen machen zu müssen. Aber die Diplomprüfungen sind ja nicht gerade dafür bekannt, leicht zu sein. Ja. Ja? Das heißt, die Leute müssen ja einen sicherlich viel mehr wissen, als wir in unserer Generation wissen mussten, um das Studium zu absolvieren. Dann wundert man sich manchmal schon über die Einfachheit der Suchen, die abgesetzt wird. Und vor diesem Hintergrund, was raten Sie Ihrer Tochter? Was soll sie tun? Ja, wenn Ihre Tochter Sie fragen würde, wie organisiere ich das Studium, um mich auf den Beruf bestmöglich vorzubereiten, sagen Sie ihr dann, lern Strukturen, Strukturen, Strukturen? Oder sagen Sie ihr, lern ganz viele Fremdsprachen und darüber auch noch programmieren? Oder lern dich auszukennen, wie man bestmöglich recherchiert? Oder geh ins Ausland nicht und mach ein Zweitstudium, das ist dann auch noch auf dem Markt sozusagen der möglichen Empfehlungen. Was sagen Sie ihr? Ja, Sie sind ein Optimist. Ja. Sie fragt Sie nicht, gehen ich davon weiß. Aus, dass Kinder nein, nein. Ich habe selber, eine Tochter, ich weiß, wie das ist. Nein, aber wir imaginieren mal beide eine fragestellende Tochter. Ja, was würden Sie ihr dann sagen? Ja, viele. Ich meine, es hängt ja von den Menschen ab. Ich würde ja auf jeden Fall raten, so viel Praxisluft zu schnuppern wie möglich. Mhm. Also Praktika zu machen an unterschiedlichen Stellen. Beim kleinen Anwalt, beim großen Anwalt, Gerichtshörer. Es gibt ja so viele Dinge, um einmal überhaupt einen Eindruck zu bekommen, wie das Leben so ist. Durchaus auch beim Wirtschaftstreuhänder kann man ja breiter anlegen. Dann würde ich ihr raten, also werden Sie jetzt vielleicht verblüfft sein, ich würde ihr raten, einen Microsoft Office Kurs zu besuchen. Weil es ist, muss ich ehrlich sagen, aus meiner Sicht erschreckend, mit welchen fundamentalen Unkenntnissen Menschen nach insgesamt 12, 16 Jahren Bildungsweg diesbezüglich auf den Arbeitsmarkt geworfen werden. Und dann ist es ja schon eine Frage, wofür sie sich interessiert. Ja. Ob man jetzt ein Zweitstudium machen muss oder nicht, mein Gott. Ich denke, die Studien bieten ja über Wahlfachkörner und so weiter ohnehin ein erhebliches Maß an Möglichkeiten an. Ja. Gut, wenn Sie sie jetzt unter anderem zu einem kleinen Anwalt schicken, das war ja eine der möglichen Stationen, dann wäre eine Frage, die jetzt in den Blogs, die wir wahrscheinlich beide lesen, relativ intensiv diskutiert wird, ob es das Geschäftsfeld des kleinen Anwalts in 20 Jahren noch gibt, ja, oder ob der durch eine Maschine ersetzt ist, also dass die Wald- und Wiesenrechtsauskunft nur noch maschinell erfolgt. Fragezeichen. Also ich hatte vor vergangenes Jahr Gelegenheit, an einem Kongress in Chicago teilzunehmen, wo es unter anderem über diese Fragen gegangen ist. Und da war so ein Table-Dinner und zu meiner Rechten saß ein Anwalt, hat sich herausgestellt, Senior-Partner einer Kanzlei aus Milwaukee. Und dem habe ich genau diese Frage gestellt und ich habe ihn gefragt, ob er auch so unter Honorardruck ist von den Klienten. Das kennen wir alles nicht, war seine Antwort. Ich sehe diese Entwicklung nicht so kritisch. Kritisch ist es sicherlich für die großen Kanzleien, die unter Ausschreibungsdruck stehen, beziehungsweise Mandate annehmen,
die nur mehr mit hohem Technologieeinsatz überhaupt zu bewältigen sind. Und das reflektiert natürlich auf die Kanzleistruktur. Aber ich glaube, es wird den kleinen Anwalt, eine kleine Anwältin immer noch geben. Da sehe ich die vielleicht ohne vielleicht mit anderen Mitarbeitern oder ohne Mitarbeitern, mit ein bisschen anderen Ressourcen. Aber der schlecht, leider häufig ja schlecht deutschsprachige Mieter, der ein Problem mit seinem Vermieter, der irgendein Schreiben von seinem Vermieter bekommen hat, wo sie sich der denn hinwenden? Ans Internet? Das sehe ich jetzt ehrlich gestanden nicht ganz so. Ja, wobei vielleicht im Mietrecht nicht, aber zum Beispiel im Straßenverkehrsrecht gibt es Beispiele, wo Leute mittlerweile also versuchen, Geld damit zu verdienen, dass sie viele Leute dazu bringen, ihre Einsprüche gegen Bußgeldbescheide. Ja, weil es irgendwem gelungen ist, in Deutschland die Eichdaten der Radarmessgeräte in Erfahrung zu bringen. Wie auch immer das geht, das hat sich mir noch nicht erschlossen. Aber Straßenverkehr ist ein Lieblingsbeispiel von mir, weil es zu einem anderen Thema führt. Also ich bin wir alle kennen Dashcams, also so kleine Kameras, die man irgendwo hinpinnt und die mit Filmen. Wenn sie dann GoPro heißen, ist man noch stolz drüber, dass man seine rasante Mountainbike-Fahrt gefilmt hat. Und die sind ja in Österreich bekanntlich im Auto verboten. Ja. Und ich bin zum Beispiel der Meinung, man sollte hier den gegenteiligen Weg gehen und die sogar verpflichtend machen. Und ich bin überzeugt, man könnte einen großen Teil der Verkehrsstreitigkeiten überhaupt vermeiden damit. Ja. Weil wenn beide das haben, wird man oft schon anhand der letzten 20 Sekunden feststellen können, was wirklich passiert ist. Ja, da zögern Sie, das ist mir schon klar. Nein, ich könnte jetzt ein paar datenschutzrechtliche Folgefragen stellen, nicht, aber das führt Ihnen dann ganz anders. Ja, schon, aber die Grundannahme ist ja trotzdem, eigentlich bestärken Sie ja die These, nicht, dass es also schon Felder geben wird, die sich verändern werden. Also, sagen wir so. Das ist noch nicht durchdacht, also von mir jedenfalls auch nicht, wäre übrigens vielleicht ein Feld für die Universität. Wenn man alle öffentlich verfügbaren Daten tatsächlich verfügbar machte, mit Schnittstellen, die möglich sind, und auch private Daten so weit nutzbar machte, wie man sie ohnehin auch an Google gibt, da würde sich natürlich schon was verändern. Aber ich glaube nicht, dass es den Scheidungsautomaten geben wird, so wie in den Niederlanden. Ich glaube nicht, dass unsere Gesellschaft sich für sowas reif ist. Ich wüsste jetzt selber nicht, ob ich es wollen würde. Ja. Das ist in dem kleinen Österreich, glaube ich, da wird sich schon ein gewisses Beharrungsvermögen. Ja. Okay, also es wird den Anwalt weitergeben, er wird weiter Mietrecht machen und er wird auch weiter die RDB abonniert haben und in der RDB ein Abo-Modell letztlich. Davon gehe ich aus. Davon gehe ich aus. Ja. Er wird vielleicht keine Konzipienten mehr haben, die werden was anderes machen. Ja? Die werden im Technikcenter einer großen Kanzlei sitzen und dort mit juristischer Expertise Daten analysieren. Datenanalyse-Systeme parametrisieren. Ja, sodass man der Tochter vielleicht auch empfehlen kann, die IT-Kompetenz über Microsoft Office hinaus zu entwickeln. Ja, aber ich gehöre nicht zu denen, die sagen, Kinder müssen jetzt alle programmieren lernen. Ja. Natürlich wäre es kein Fehler, aber jetzt ehrlich, zwischen irgendwo irgendein kleines Beispiel programmieren und auf hohem Level Java zu programmieren, da liegt ja eine ganze Ausbildung dazwischen. Also das wird man, es wäre halt günstig, wenn man Wege fände, Grundverständnis dafür zu vermitteln, worauf es da bei solchen Dingen ankommt. Ja. Aber ich habe dafür auch keine Lösung. Ja, naja, eine Frage, die man natürlich an der Stelle dann fragen kann, ist die, ob das eigentlich, ob dann in diesem Datencenter oder wie immer man dann die IT-Bude nennen wird, ob dort wirklich Juristen sitzen werden und nicht Informatiker. Beide. Sowohl als auch. Und was kann der Jurist, was der Informatiker nicht kann? Naja, der Jurist muss die Ergebnisse beurteilen. Das ist ja auch ein Iterationsprozess, also so wurde es mir erklärt. Ja. Der Jurist muss einmal sagen, was benötigt wird und muss die Ergebnisse beurteilen und an den Stellschrauben schrauben.
Der Informatiker ist der, der das System entwickelt und am Leben hält. Ja. Die werden wohl Hand in Hand gehen müssen. Wahrscheinlich. Die Frage ist, in welcher Relation sie dann in dieser Bude sind. Ja, das weiß ich auch nicht. Wird sich zeigen. Das wird sich zeigen. Ja. Aber ich glaube schon, dass wir uns wahrscheinlich beide darauf einigen, dass man einen gewissen Grundoptimismus haben muss, um Just zu studieren, weil man vielleicht an der einen oder anderen Stelle hört, dass dieses Berufsfeld auch herausfordernder wird, ne? Sagen wir mal so. Ja gut, aber Entschuldigung, herausfordernd ist Lehrer, lernt nicht herausfordernd. Also es ist alles herausfordernd. Ja, na, aber da gibt es schon einen Unterschied, nicht? Ja. Also der Lehrer ist relativ wenig bedroht davon, ersetzt zu werden, weil das Geschäftsmodell des Lehrens sehr stark Interaktion voraussetzt. Also und das ist irgendwie was Humanes, nicht? Sehr viele Geschäftsmodelle bei Juristen sind standardisierte Arbeit, ohne Interaktion. Ja, aber es gibt auch Modelle, wo Lehrer in New York nichts mehr unterrichten, sondern nur mehr vom Bildschirm sitzen und kontrollieren den Fortschritt jedes einzelnen Schülers und die Lernmediensoftware, Lernplattform entsprechend anpassen. Das ist jetzt kein Modell, das sich so eins zu eins nach Österreich transferieren wird so schnell. Ich will damit nur zeigen, auch dort gibt es riesige Veränderungen. Aber ich würde durchaus animieren, Just zu studieren. Soweit ich das mitbekomme, ist ja der Arbeitsmarkt durchaus aufnahmefähig nach wie vor. Und ich glaube auch nicht daran, dass jetzt, also wir haben allein mehr als 2000 Richterinnen und Staatsanwälte in Österreich, die Vielzahl an Verwaltungsbeamten, wie soll das wegfallen? Ja, ja. Das ist ein gutes Schlusswort, glaube ich. Sie sind im richtigen Studium. Ja, genau. Auf jeden Fall, ja. Gut, fein. Danke. Danke auch.